Wir kommen jetzt zum zweiten Fenster des Arbeitsblattes Normalverteilung, und zwar zur Binomialverteilung. Dieses Fenster dient hauptsächlich zur Auffrischung, da wir später die Binomialverteilung verwenden werden, um auf die Normalverteilung zu kommen. Schauen wir es uns mal an. Also, wir würfeln n mal mit einem fairen sechsseitigen Würfel. Die Zufallsvariable Sn gibt die Anzahl geworfenen Sechser an. Rechts sind die Wahrscheinlichkeiten für n ist gleich 60 Würfe in einem Säulendiagramm dargestellt, also dieses hier. Gesucht ist die Wahrscheinlichkeit, dabei mindestens 8 Sechser, aber höchstens 10 Sechser zu würfeln. Ich würde dich bitten, dieses Beispiel alleine zu probieren und dafür das Video zu pausieren. Gut, also Punkt 1. Markiere rechts die zugehörige Fläche. Also, wir wissen, wir würfeln mindestens 8 Sechser, aber höchstens 10. Das bedeutet, wir müssen die Fläche der Säule Nummer für 8 Sechser markieren, die Fläche der Säule für 9 Sechser und die Fläche der Säule für 10 Sechser. So, Punkt 2. Ermittle die Wahrscheinlichkeit näherungsweise. Gut, wie machen wir das? Wir machen das, indem wir die Höhe der Säulen ermitteln. Also, die Säule Nummer 8 hat ungefähr die Größe, die Höhe 0,116. Die Höhe der Säule 9 ist ungefähr 0,134. Und die Höhe der Säule 10 ist ungefähr 0,136. Das ergibt zusammen 0,386. Also ungefähr 38,6%. Also, Punkt 3. Ermittle die exakte Wahrscheinlichkeit mit Technologieeinsatz. Dazu verwende ich GeoGebra. So. Ich bin in der Ansicht Wahrscheinlichkeitsrechner und unter dem Punkt Binomial. Also, unser n ist 60 und die Wahrscheinlichkeit, ein Sechser zu würfeln, ist ein Sechstel. So. Wir wollen, dass unser Ergebnis zwischen 8 Sechsern und 10 Sechsern liegt. Das heißt, wir erhalten eine Wahrscheinlichkeit von 0,3875. Wir haben also ziemlich gut geschätzt. So, zurück zum Arbeitsblatt. Nummer 4. Fülle die Lücken aus. Wir müssen hier jetzt in die Binomialverteilung einsetzen. Zur Erinnerung, die Binomialverteilung sieht so aus. Also, p von x ist gleich k, ist gleich n über k mal p hoch k mal 1 minus p hoch n minus k. Also, wir haben jetzt p von 8 kleiner gleich s60 kleiner gleich 10. Da, um diese Wahrscheinlichkeit auszurechnen, addieren wir die einzelnen Wahrscheinlichkeiten zusammen. Also, zuerst für p von s60 ist gleich 8. Das n ist 60, das k ist in diesem Fall 8, mal ein Sechstel hoch 8, mal 5 Sechstel hoch 52, plus die Wahrscheinlichkeit für S60 ist gleich 9. Das n bleibt dasselbe, das ist wieder 60. Das k ist jetzt 9, mal ein Sechstel hoch 9, mal 5 Sechstel hoch 51. Plus das letzte, p von S60 ist gleich 10. Das n bleibt wieder dasselbe, das ist 60. Das k ist jetzt 10, mal ein Sechstel hoch 10, plus 5 Sechstel hoch 50. Und damit sind wir auch schon fertig. Ich hoffe, du hast viel gelernt. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.